Wenn ihr meine YouTube-Einnahmen gewinnen wollt und wissen wollt, wie das Ganze abläuft, was ich mit YouTube überhaupt verdiene, was für einen Preis es gibt und wie das in den nächsten Monaten alles weiterläuft, denn das Ganze ist nicht einmalig, dann schaut euch dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen bei Krotus Computer. Das heutige Video soll mal ein ganz besonderes Video sein, denn es geht darum, dass ich in Zukunft jeden Monat meine YouTube-Einnahmen an euch verlosen möchte. Ich möchte euch erklären, wie ihr die gewinnen könnt, wie viel das überhaupt ist, was ich mir als ersten Preis jetzt überlegt habe und wie ihr auch mitentscheiden könnt, welche Preise es da zu gewinnen geben soll. Falls ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, dann holt das jetzt mal ganz schnell nach. Und wenn ihr noch nicht auf dem Discord-Server seid, dann kommt da gerne drauf, denn in Zukunft werden die Gewinnspiele dann immer darüber angekündigt. Ich werde also nicht jeden Monat ein Video machen, ey, ihr könnt jetzt gewinnen, das ist jetzt einmal ein Announcement-Video, sondern in Zukunft wird das dann immer im Discord-Server bekannt gegeben und kriegt dann da auch den Link, wie ihr teilnehmen könnt und so weiter. Also draufkommen lohnt sich. Und wenn ihr natürlich Interesse an Hardware-Themen habt, wenn ihr euch mit anderen Hardware-Begeisterten austauschen wollt, euch von mir beraten lassen möchtet für Upgrades, neuen PC, was auch immer im Bereich Hardware, dann kommt natürlich auch gerne darauf. Also kommt nicht nur drauf zum Gewinnen, der Server hat ja auch andere Vorteile. Fangen wir aber jetzt mal an. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Ich hatte eigentlich nie diese YouTube-Werbung aktiviert, weil ich gesagt habe, ey, ich habe selber keinen Bock, wenn ich auf YouTube gehe und ich mache ein Video auf, da kommen dann erstmal diese Spots und teilweise nicht überspringbar, da muss ich da warten und dann wird man dafür irgendeine Weise nicht Zahncreme-Werbung gemacht, in die ich eh kein Interesse habe oder was für ein Kack, also da ist halt meistens Murks-Werbung, die mich nicht interessiert. Da habe ich gesagt, naja, ich habe halt keinen Bock, wenn ihr meine Videos schaut, dass ihr euch auch diese doofe Werbung da angucken müsst. So, jetzt habe ich dann aber immer wieder mitbekommen, dass, obwohl ich halt bei YouTube sage, nein, keine Werbung, ich bin kein YouTube-Partner, kein gar nichts, YouTube trotzdem Werbung angezeigt hat und einfach schön die ganze Kohle in die eigene Tasche gesteckt hat, ne? Weil ich habe ja keinen Cent dafür bekommen. Da habe ich mir gesagt, naja, das ist doch irgendwie bescheuert, ihr müsst trotzdem Werbung gucken und ich habe nicht mal irgendwas davon, so, das ist doch voll sinnlos. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, ne? Also habe ich gesagt, so, ich werde jetzt hier YouTube-Partner, also der Kanal hat genug Abonnenten und alles, hätte man schon ewig früher machen können, aber wie gesagt, wollte ich ja nicht. Ich wollte ja eigentlich, dass ihr keine Werbung sehen müsst. Naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, na, dann mache ich jetzt hier YouTube-Partner-Programm, musst du dich zig Sachen durchklicken, was auch immer, hat dann auch geklappt. So, jetzt ist es so, dass ihr immer noch die gleiche Werbung wie vorher seht, aber ich ein bisschen was davon bekomme. Und ja, da habe ich mir gedacht, naja, das will ich ja nicht selber behalten, weil das Ziel war ja eigentlich, dass ihr keine Werbung sehen wollt. Das klappt nicht. Also habe ich gesagt, naja, das Geld, was ich damit verdiene, möchte ich euch wieder zurückgeben, weil es kommt ja davon, dass ihr diese dämlichen Ads da angucken müsst. Und da will ich mich jetzt nicht von bereichern, sondern ich möchte euch was zurückgeben, weil nur wegen euch ist ja dieses Geld überhaupt da, nur ihr guckt diese Anzeige, ihr guckt die Videos von mir und ich sag mal so, jetzt kann man sagen, ja, kleine Creator nehmen das dann, um irgendwie eine bessere Kamera zu kaufen oder sonst irgendwas, wenn er sagt, die Qualität ist so scheiße, nimm das Geld lieber und kauf irgendwelches bessere Equipment, dann mache ich das natürlich auch, aber im Zweifelsfall ist es ja so, dass ja die Firma, also mein Krotus Computer als Firma dahinter auch steht und ich sag mal so, zum Beispiel jetzt das aktuelle hier, das Kamera ist von mir privat, die hatte ich schon vorher, aber zum Beispiel das Mikrofon, das Stativ oder so, das habe ich dann halt einfach über meine Firma gekauft und ja, war dann halt so. Ne? Jedenfalls, ich möchte euch da was zurückgeben. Und hat mir gesagt, ja, dann machen wir das so, dass ihr jetzt jeden Monat meine YouTube-Einnahmen gewinnen könnt. Ich wusste erstmal gar nicht, wie viel das ist. Also habe ich erstmal, also ich habe das Ende Februar, habe ich, also weiß nicht, 27. Februar oder sowas, habe ich das alles setupt und habe gesagt, naja, guckst du erstmal den März an, wie viel ist da zusammengekommen. Da sind knapp 60 Euro im März zusammengekommen. Wir gehen gleich auch nochmal auf meinen Bildschirm, dann logge ich mich ein und zeige euch ganz genau, wie das aussieht, dass ich da keinen Kack erzähle und könnt ihr auf den Cent genau sehen, was ich da verdiene. Ne? Also habe ich überhaupt kein Problem mit, machen wir gleich. Jedenfalls
Dann das im März ungefähr 60 Euro. Ich habe gesagt, na, das ist jetzt natürlich nicht super viel, aber ist natürlich schon ein bisschen was. Und wollte dann erst Anfang April jetzt eben sagen, okay, was gibt's zu gewinnen? Das Problem, der erste Wochenende vom April war mit dem 1. April. Da dachte ich mir, naja, machst du ein Video, 1. April, denken alles ein April-Scherz. Nee, ist es nicht. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gewartet. Und ich sag mal, die Einnahmen laufen jetzt natürlich weiter. Das heißt, wenn der April dann vorbei ist, könnt ihr im März dann das, was ich im April verdient habe, gewinnen und so weiter. Je mehr Aufrufe auf die Videos natürlich kommen, desto mehr Klicks, desto mehr Verdienst durch Werbung, desto größer der Preis natürlich. So, Thema Preis. Jetzt habe ich mir überlegt, für 60 Euro, was kannst du da als Preis verlosen? Also ich möchte gerne irgendeinen Preis verlosen, mit dem ihr was anfangen könnt. Und dachte mir, naja, wir sind ein Hardware-Kanal, irgendwas aus dem Bereich PC-Hardware passt da ja gut zusammen. Deswegen habe ich mir jetzt hier diese Samsung 980, 1 TB, das habe ich richtig, ne, ist falsch rum, ha, so, jetzt kann man es sehen. Samsung 980, 1 TB M2 SSD rausgesucht, die kostet aktuell 59 Euro oder sowas, ne? Also ist genau eben in diesem 60 Euro Preisbereich, dass die da reinpasst. Dachte mir, na, das ist eine vernünftige SSD, keine 4.0 SSD, die hätte nicht reingepasst. Und andererseits, wenn ihr ein älteres System habt, könnt ihr eh nicht von 4.0 profitieren. Deswegen hier eine super schnelle 3.0 SSD, die solltet ihr eigentlich alle noch in irgendeinen M2-Slot reinquetschen können. Mit einer SSD kann eigentlich jeder irgendwas anfangen. Also ich meine, mehr Speicher schadet nie. Entweder ihr habt aktuell noch eine kleinere SSD, dann könnt ihr die als neue Haupt-SSD reinmachen, oder ihr wollt einfach mehr Speicher haben, könnt ihr die als zusätzliche Platte reinmachen. Ich denke, da, also für so eine Festplatte wird schon jeder eine Verwendung finden, denke ich mir jetzt mal, ne? Deswegen habe ich das als Preis ausgesucht. So, ich möchte da natürlich aber euch irgendwas geben, womit ihr auch was anfangen könnt. Ich fand es jetzt doof, weiß ich nicht, einen Amazon-Gutschein zu verlosen. Ich meine, wenn ihr jetzt alle sagt, na, keine Hardware, ich will Amazon-Gutschein oder was auch immer haben, na, dann besorge ich nächstes Mal einen Amazon-Gutschein. Aber da werde ich auch im Discord, deswegen ist es wichtig, dass ihr auf den Discord kommt, so einen Channel machen, wo ihr Vorschläge reinposten könnt für Gewinnspielpreise. Also, ne, muss natürlich in irgendeinem Preisrahmen sein, außer ihr sagt jetzt, na, verlos halt lieber alle 2 Monate was, dafür mehr. Also wir können halt auch machen, dass ich halt 2 Monate quasi da spare, dann hätten wir, sagen wir, das bleibt dir 60 Euro im Monat, hätten wir 120 Euro, dann kann man natürlich was Größeres verlosen, ne? Also wenn ihr sagt, naja, lieber sparen und dann was Größeres, können wir das auch machen. Also wie gesagt, ich bin da offen, ihr sollt Spaß daran haben, ihr sollt Bock daran haben, ihr sollt was gewinnen, womit ihr was anfangen könnt. Deswegen auch euer Feedback da im Discord dann entsprechend schreiben, was ihr gewinnen möchtet, ne, was sein kann. Also ich sag mal so, Arbeitsspeicher geht natürlich auch, da ist natürlich, na, das muss ins System passen, ne, das geht natürlich auch, oder für 60 Euro so ein kleineres Gehäuse wird bestimmt gehen, oder eine HDD-Festplatte wird natürlich auch gehen, dann natürlich den größeren als 1 TB, Lüfter, RGB-Sachen, oder auch irgendeine Maus, ein Mauspad oder so Zubehörsachen oder so. Es wird alles, wie gesagt, muss halt nur irgendwie in den Preisbereich sein. Schreibt's rein. Die nächste Sache ist, dass ich bislang ja auch keinerlei so, ich sag mal, bezahlte Kooperation gemacht habe. Ihr kennt es ja von anderen, wo dann, weiß ich nicht, irgendwas im Video eingeblendet wird und der Creator kriegt dafür Geld oder stellt irgendwas vor und bekommt dafür Geld oder sowas. Das ja, habe ich bislang ja auch noch nicht gemacht. Es gab auch schon Anfragen, die habe ich alle abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, also da waren halt auch Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ich möchte mit meinem Namen nicht dafür stehen. Da, also ich sehe genug andere, die Werbung dafür machen. Ich möchte das nicht, ich möchte das nicht unterstützen, ich finde das nicht gut. Deswegen alles immer abgelehnt. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ey, wenn in Zukunft irgendwie sowas kommt, so ein Kooperationspartner, der halt sagt, hier, erzähl eine Minute über mein Produkt, halt das in die Kamera und wir geben dir 200 Euro oder sowas. Und ihr sagt, naja, mach das und nimm halt die 200 Euro und dann verlos die und mach irgendwas dafür. Schreibt es auch als Feedback rein, ne? Auch in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Würde ich dann auch machen. Wie gesagt, ich richte mich da nach euch. Bislang habe ich immer gesagt, keine Werbung, kein Placement, sonst irgendwas, weil ich da keine Lust drauf habe. Und es war halt auch nicht, also eine Sache war, wo man gesagt hätte, okay, das war ein Hardwarehersteller, der gesagt hat, hier, wollte nicht mal meine Festplatten, Arbeitsspeicher und so ein Kram hier zeigen. Da habe ich dann mal gesagt, na, bislang habe ich keine Werbung gemacht, bin ich jetzt eher nicht so. Aber das wäre vielleicht was, wo man sagen könnte, es passt irgendwie zum Kanal. Und das könnte man vielleicht durchaus machen. Aber da ist halt auch ganz viel so Schrott, was halt einfach nur Mist ist. Oder ich will halt euch nicht irgendwelche,
weiß ich nicht, Gaming Booster oder Energy Drinks oder irgendwelchen, also ihr kennt das ja, wenn ihr diese großen Influencer guckt, was da alles beworben wird. So, ladet euch hier Raid Shadow Legends App runter und spielt jetzt World of Tanks und was es da alles gibt, weiß ich nicht. B, also das ist halt einfach nur nervige Werbung, ne? Ja, das wollte ich euch ersparen. Genau, also das sind die Sachen. Wie könnt ihr gewinnen? Das ist es natürlich auch. Also, ich werde hier unten drunter den Link zu diesem Gewinnspiel posten. Das wird über Geed ablaufen, damit das auch alles sauber läuft und nicht irgendwer kommt, na, dann kommt der Preis doch nicht an den richtigen, was auch immer. Das läuft über Geed ab. Und da muss man, also gibt es den Link. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die ihr machen müsst, um teilzunehmen, weil ich möchte nicht irgendwelche Leute belohnen, die halt einmal hier drauf kommen, oh, ich will gewinnen, gewinnen. So, das möchte ich nicht. Ich möchte die Leute belohnen, die regelmäßig meine Videos schauen und die, ich sag mal, da dabei sind, den Kanal supporten und regelmäßig schauen einfach und nicht einfach irgendwelche, ja, Leute, die jetzt einmal, hör, ich will nur gewinnen, da gekommen sind. Ne? Also dementsprechend gibt es folgende Sachen. Erstmal müsst ihr ein Secret Word eingeben. Für dieses Gewinnspiel wird das Krotus sein. Krotus. Ich blende es ja auch nochmal ein. Alles groß geschrieben. Ist relativ einfach. In Zukunft ist es so, dass ich in einem, also ich mache ja immer jeden Sonntag ein Video, 4 Videos pro Monat, dass ich in einem Video dieses Secret Word eben sagen werde. Das heißt, so möchte ich eben erreichen, dass wenn ihr regelmäßig die Videos schaut, halt, ne, ihr dadurch dann gewinnen könnt, weil ihr sonst wisst ihr halt nicht dieses Secret Word. Ne? Klar, jetzt kann das natürlich auch irgendeiner irgendwo öffentlich posten oder weitersagen, dann ist das so, was soll ich da jetzt machen? Ne? Aber also ihr merkt, Intention ist, ich möchte halt die Leute regelmäßig. Dann, ja klar, ihr müsst natürlich YouTube-Abonnent sein, sind die meisten aber sowieso schon eh. Ihr müsst auf dem Discord-Server sein, sind die meisten sowieso schon eh und macht ja auch Sinn, dass wenn ihr für die Zukunft wieder teilnehmen möchtet, müsst ihr eh auf dem Server sein. Ja, auf Instagram, die unseren Krotus-Computer-Seite da abonnieren, haben die meisten sowieso schon gemacht. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist super schwierig oder so. Ne? Genau. Vielmehr, also ihr müsst jetzt auch nicht irgendwelche Posts liken oder sonst irgendeinen Kram. Ne? Ich denke, das ist in Ordnung, das kann man machen. Und das funktioniert, funktioniert darüber, wenn ihr sagt, oh nee, ist Kacke, macht lieber das und das, auch Feedback rein, wie gesagt, ich richte mich dann nach euch. Wie gesagt, meine Intention ist nur, ich möchte halt Leute, die, also auch wenn ihr jetzt neu abonniert, ist ja überhaupt gar kein Problem, ne? Ist ja alles, also ich möchte jetzt nicht sagen, ja, du musst schon hier 38 Jahre abonniert haben. Nein, auch wenn ihr sagt, ah, ich habe jetzt Krotus Computer kennengelernt und ich finde die cool und wie gesagt, ich abonniere die, ich komme da auf den Discord und schaue halt ab und zu den Videos vorbei, dass ich halt diesen Code da irgendwie sehe. Ist ja gar kein Problem. Ich möchte halt nur nicht diese Leute, die einen gar nicht kennen, nur einmal klicken, Krotus Computer gewinnen und dann nie wieder. So, die möchte ich bitte nicht, dass die gewinnen, weil das sind ja auch nicht die, die dazu beitragen, weil die Einnahmen kommen ja dadurch, dass regelmäßig die Videos geschaut werden und ihr regelmäßig die Videos klickt. Und die Leute möchte ich ja auch belohnen eben, ne, die eben regelmäßig dabei sind und dafür sorgen, dass halt, ja, eben diese Einnahmen überhaupt zustande kommen, ne? Das ist ja auch der Sinn dahinter. So, war jetzt aber schon wieder viel zu viel gequatscht. Wir springen jetzt auf meinen Bildschirm, dann zeige ich euch da die Einnahmen und wie das so aussieht, damit ihr auch seht, dass ich nicht 1000 Euro verdiene und sage, ich verlose ja was für 60 Euro. Ne? So, also, bis gleich. So, wir sind jetzt hier, Krotus Computer. Ihr seht meinen Kanal im Dashboard. Ihr könnt sehen, 2232 Abonnenten aktuell. Ihr seht schon hier, letzte 28 Tage, 58,83 Umsatz. Da kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Ja, die ganzen Statistiken, die ihr hier sehen könnt. So, wir gehen jetzt hier mal auf die Einnahmen. So, ihr seht, Anzeigen auf Wiedergabeseite sind aktiv, Supers sind aktiv, dann könnt ihr jetzt noch Kanalmitgliedschaft, Shopping, Shorts, das habe ich jetzt alles nicht gemacht. Ja, hier Aktion erforderlich, ich habe noch gar keine Auszahlungsmethode gemacht, habe ich bis jetzt noch gar nichts ausgezahlt, das muss ich natürlich noch machen. So, ihr seht hier, habe ich nichts gemacht, ne? Also Kanalmitgliedschaft habe ich nicht, hier Supers hat keiner gemacht, Shoppings haben wir nicht. Anzeigen auf der Wiedergabeseite. Das ist das, was interessiert. So, jetzt können wir hier den Umsatz sehen. Jetzt haben wir hier die letzten 28 Tage.
Wir machen jetzt hier, Monat, da, März. Wir wollen den Monat März sehen. Genau, 1. bis 31. März. Jetzt sehen wir hier, 59,74 Euro habe ich verdient. Ne? Ihr seht hier, das Gewinn ist hier, wurde ein Video released, da habe ich dann mehr verdient. Hier 3,92 Euro an einem Tag, hier nur 1,46 an dem Tag, hier 4,23 bei dem Video, dem Video 3,48. Also ihr seht hier immer jeden Tag, was ich daran verdient habe. Können sehen, im Februar waren es 53 Cent, weil ich erst, wie gesagt, ganz am Ende vom Februar gestartet habe. Dann hier der März, 59,74. Und ja, deswegen hier die 60 Euro. Und aktuell haben wir Mitte April 28,50 Euro. Ich denke, das wird auch wieder bei 60 Euro rumkommen. Ihr seht hier, Umsatz pro 1000, also pro 1000 Klicks, kriege ich anscheinend 3,07 Euro. Bei 19.461 Aufrufen, 19,461 mal 3,07 Euro kommt dann entsprechend das raus. Ihr könnt auch sehen, was war das beste Video hier, was natürlich am meisten Klicks gekriegt. Hier 13.600k, Beratung hat 11,43 Euro gemacht, das Mainboard-Video ging auch noch gut, 10,15 Euro, Grafikkarte einbauen, 7,64 Euro. Und hier zum Beispiel Arbeitsspeicher, das ist ein ganz altes Video, hat trotzdem 2,75 Euro gemacht. So, was ich aber lustig finde, hier, wenn ich jetzt Werbung schalten wollen würde, zahle ich 8,85 Euro pro 1000 Aufrufe. Ich bekomme aber nur 3,07 Euro. Also ein Drittel an mich, zwei Drittel an YouTube. Top-Verteilung, ihr merkt, traumhaft. Ne? Also es hätte noch viel mehr sein können, ne? Aber wenn YouTube einfach zwei Drittel der Einnahmen nimmt, läuft. So, ihr seht auch, 55,69 Euro sind durch Anzeigen auf der Wiedergabeseite gekommen. Also das ist das, wenn ihr halt das Video startet und dann ist da eine Anzeige. Und 3,78 Euro habe ich durch Leute bekommen, die YouTube Premium haben. Kann man hier nur noch mehr Anzeigen machen? Ja. Ja, natürlich, klar, haben mehr Leute die YouTube Premium geguckt, wenn das Video kam. Ne? Also wenn ihr YouTube Premium habt, seht ihr keine Werbung, ich bekomme aber trotzdem was. Ihr seht hier, nicht überspringbare Anzeigen 38%, überspringbare 36%, Bumper, Display, unbekannt. Ja, falls euch das interessiert, ihr seht es hier genau. So, warum steht denn jetzt hier 101 Euro? Den Rest hat sich YouTube gesnackt oder was? Weil wir sind hier im März. Naja, also ihr seht hier 101 Euro, ja, aber... Also, da seht ihr nur 59, ne? Also, wahrscheinlich ist wieder, hat sich YouTube das alles wieder. Ist wahrscheinlich hier, haben die hier mitgerechnet oder sowas, hat sich YouTube das genommen. Ich weiß es nicht. So, also ihr seht halt hier 59,74, habe ich damit verdient. Das ist das, was ihr ja dann gewinnen könnt. Ich werde in Zukunft auf dem Discord dann von dieser Seite hier dann mit entsprechend dann April zum Beispiel, also ihr seht, hier ist er noch nicht vorbei, wenn er dann durch ist, das entsprechend posten, dass ihr seht, wie viel das ist, damit ihr halt auch seht, ich erzähle keinen Scheiß. Dann werde ich halt immer von dieser Seite hier posten, dann könnt ihr sehen, wie viel ich verdient habe und könnt das entsprechend gewinnen. So, hier will ich euch noch einmal das Gewinnspiel zeigen. Das wird starten, also wenn das Video dann um 15 Uhr rauskommt und wird 2 Wochen laufen. In der Zeit könnt ihr teilnehmen, hier seht ihr den Preispool. Die 89 1TB SSD ja, verschickt werden, tue ich das nach, also Deutschland natürlich und Länder hier im Umland, also Italien, Österreich, Holland, Belgien, Luxemburg, also wenn ihr hier, also wer jetzt irgendwo am Arsch der Welt wohnt, also Schweiz geht leider nicht wegen Zoll und so ein Pipapo, das wird schwierig, ansonsten hier alles im Umkreis verschicke ich das hin für euch, ne? Versand ist auch mit dabei, müsst ihr jetzt auch noch mit dazu rechnen, aber das geht aus meiner Tasche. Und ihr seht hier das geheime Wort, ne? Also das wäre jetzt hier Krotos, ne? Einfach so eintippen und dann weiter drücken, dann habt ihr das geheime Wort hier eingeben, geht's auch? Ach, kannst ja an deinem eigenen Gewinnspiel teilnehmen, ja, okay, möchte ich auch gar nicht. Aber dann müsstet ihr hier klicken, Discord-Server beitreten, hier abonnieren, und hier auf Instagram folgen. So, das sind die Sachen. Und dann wird Geed automatisch den Gewinner auslosen und bekannt geben. Und ja, könnt ihr natürlich an einem Gewinnspiel noch teilnehmen, was auch immer. So, genau, das hier oben ist der Link. Den werde ich euch auch nochmal reinposten. Den kann sich ja kein Mensch merken. Und ja, ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr das Video geschaut habt. Wie gesagt, falls ihr noch nicht abonniert habt, auf dem Discord-Server seid, jetzt ist der richtige Moment. Wie gesagt, das wird es jeden Monat jetzt geben. Und wie gesagt, schreibt gerne euer Feedback rein, was ihr gewinnen wollt, was ich in Zukunft machen soll, ob ich solche Kooperationen annehmen soll, um das dann auch zu verlosen, damit der Preispool größer wird.
Eure Meinung rein. Ich möchte euch da einfach was zurückgeben und mich jetzt nicht an irgendwelchen Einnahmen da bereichern, die ja von euch kommen. Dementsprechend, ja, wünsche ich mir da reges Feedback. Hoffe, ihr findet das auch cool. Wenn nicht, schreibt es auch rein. Dann mache ich es nicht, aber ich weiß jetzt nicht, was man daran nicht cool finden sollte. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas. Ne? Also wie gesagt, das soll nur für euch sein. Ich möchte euch damit eine Freude machen. Deswegen, euer Feedback ist mir da ganz wichtig. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächsten Sonntag beim weiteren Video. Ciao.